Vorne die Ostsee, dann ein Streifen Naturschutzgebiet. Und direkt dahinter deutet er sich schon an. Der Ferienpark Weißenhäuser Strand. Seit genau 50 Jahren ist er Reiseziel vor allem für Familien, die das Rundum-Sorglos-Paket suchen. Wohnen, Essen, Freizeitgestaltung, alles an einem Ort. Wir sind bei 100 Hektar Grundstücksfläche angekommen, haben fast 4000 Betten, sind mittlerweile, wenn wir die Köpfe zählen, bei 700 Mitarbeiter aus 36 Nationen und haben in den letzten 50 Jahren 32 Millionen Gästeübernachtungen hier schon absolvieren dürfen. All das ist ein gutes halbes Jahrhundert zuvor noch nicht absehbar, als 300 Arbeiter eines rumänischen Staatskonzerns das Ferienzentrum Weißenhäuser Strand bauen. 100 Millionen D-Mark kostet es damals und manch einer fragt sich, woher das Geld eigentlich kommt. Ein Historiker in Kiel kennt die Geschichte der Ferienparks und ihrer Finanzierung ganz genau. Es gab Investoren und die haben versucht, Geld einzusammeln. Gleichzeitig gab es von Seiten der Politik das Instrument der sogenannten Zonenrandförderung. Und damit wurden Investitionen im damaligen Zonenrandgebiet ganz besonders steuerlich gefördert. Und dann haben diese Investoren Geld von kleinen Privatanlegern eingesammelt, die entweder ein Interesse daran hatten, einfach nur Kapital zu vermehren oder die sich von diesem Gegenwert einer Ferienwohnung dann auch noch einen privaten Nutzen versprachen. Wie günstig für einen Anleger die Beteiligung am Projekt Weißenhäuser Strand zu sein schien, mag am Beispiel eines mit 100.000 Mark Kommanditeinlage beteiligten Arztes erläutert werden. Bei der hier offerierten Verlustzuweisung von 170% kann er 170.000 Mark von der Steuer absetzen. Wenn seine gewiss große Praxis nach Abzug aller Kosten noch 200.000 Mark abgeworfen hatte, muss er nur noch 30.000 Mark versteuern. Nach solchen und ähnlichen Modellen entstehen an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste um 1970 reihenweise große Tourismusbetriebe. Von Damp mit 7.000 Betten und 220 Millionen D-Mark Baukosten über Heiligenhafen bis nach Fehmarn. Schleswig-Holstein hat damals großen Nachholbedarf. Die kleinen privaten Vermieter werden den Anforderungen des modernen Tourismus kaum noch gerecht. Viele Menschen haben jetzt genug Geld für einen kostspieligeren Urlaub. Viele von ihnen nutzen die neuen Angebote an der Ostseeküste. Und es wird immer weiter gebaut. Da ist eine Überkapazität entstanden, die sich dann schon ab Mitte der 70er Jahre, also da, wo diese Anlagen gerade erst in Betrieb genommen wurden, dann in einem Rückgang der Übernachtungszahlen manifestierte. Das war ein großes Problem, weil diese Anlagen natürlich darauf ausgelegt waren, viele Menschen zu beherbergen. Und dann dreht sich auf einmal der Markt. Die Leute fahren mehr ins Ausland. Dann gab es auch noch Wetterprobleme in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, sodass viele dieser Ferienzentren schon kurz nach Inbetriebnahme einfach schon in eine große Krise gerieten. Währenddessen regt sich auf der anderen Seite Schleswig-Holsteins erstmals Widerstand gegen ein touristisches Großprojekt. In Westerland auf Sylt soll Anfang der 1970er Jahre ein riesiger Bau entstehen. Das Atlantis, 80 Meter hoch, tausende Betten. 200 der Wohnungen sind schon vor Baubeginn verkauft. Da organisiert eine Bürgerinitiative den Protest. Man vermutet Bestechung in großem Stil. Die Bürgerinitiative hat sich unter anderem die Aufklärung sachlicher Zusammenhänge in Verbindung mit der weiteren baulichen Entwicklung auf Sylt zum Ziel gesetzt. Sie nimmt die berechtigten Interessen der Sylter Bevölkerung wahr. Da verdichtet sich auch so dieser Diskurs um Verschandelung der Landschaft auf der einen Seite und notwendigem Ausbau und Modernisierung des Fremdenverkehrs auf der anderen Seite. Und als dieses Projekt dann zum Scheitern kommt, werden eben auch andere Projekte gestoppt, die dann schon geplant waren und die einen noch viel weiteren Ausbau dieser Überkapazitäten bedeutet hätten. Dieser Planungsstopp für touristische Großprojekte sichert vielen bereits bestehenden Ferienzentren das Überleben.
Nach der Krise der 70er Jahre wird wieder investiert. Weißenhäuser Strand etwa baut damals ein riesiges Indoor-Badeparadies. Und die Urlauber kommen. Wir kommen aus Schweden, aus Borås, Schweden. Das liegt in Südschweden. Sind Sie zum ersten Mal in dieser Badelandschaft? Voriges Jahr waren wir zum ersten Mal hier und wir haben es so schön gefunden. Und deswegen sind wir also nochmal gekommen. Urlaubsgäste sind empfindsame Wesen. Sie wollen umworben werden und immer wieder Neues erleben. Auch der Ferienpark Weißenhäuser Strand muss sich weiterentwickeln. Wir kriegen im täglichen Leben mit den Gästen mit, was die Bedürfnisse sind und passen uns an. Und da kommt wieder Darwin in Reinkultur raus, der vor 150 Jahren gesagt hat, der am fittesten, also der am besten sich anpasst, der kommt am besten durch. So hat Weißenhäuser Strand die Krisenzeiten gut überstanden. Hier, direkt hinterm Naturschutzgebiet, an der Ostseeküste.